Schauen wir uns aber eher mal an einem Beispiel an, und zwar an einer Veranschaulichung aus dem alltäglichen Leben. Hier mal ein Syntaxdiagramm. Das besteht aus dem Hauptsyntaxdiagramm und einem Untersyntaxdiagramm. Hier sind Ellipsen und Rechtecke und Kanten, also Pfeile, die diese Knoten miteinander verbinden. Hier in dem auch. Es gibt eine eintretende Kante und eine austretende. Und in diesem Untersyntaxdiagramm ebenfalls. Es kann auch Kreuzungen geben. In dem Fall ist hier eine Kreuzung. Und hier werden Pfeile wieder, und das heißt Wege wieder zusammengeführt. Was soll dieses Beispiel uns verdeutlichen? Wir haben ein Zoo. In diesem Zoo gibt es Gehege mit Schlangen, Delfinen, Pinguinen, Elefanten und Affen. Diese Gehege sind verbunden mit Wegen. Dabei sind es immer nur Einbahnstraßen. Wir können uns vorstellen, es gibt jede Menge Besucherandrang und die einzelnen Wege dürfen nur in eine Richtung durchlaufen werden. Das heißt, die Pfeile deuten in dem Sinne Einbahnwege, Einbahnstraßen an. Besucher kommen jetzt in den Zoo raus und verlassen hier den Zoo wieder. Können über diese Wege an den einzelnen Gehegen vorbeilaufen. Dieser Plan, der letztendlich hier den Zoo verdeutlicht, ist an dieser Stelle aufgeteilt in zwei Pläne, um der Übersichtlichkeit halber willen. Das heißt, der Säugetierplan wird hier ausgelagert in dem Teil. Terminale sind die Gehege. Das ist ein Nicht-Terminal, ein Unterplan. So, nun bekommt ein Fotograf die Aufgabe, in den Zoo zu gehen und Fotoserien zu schießen von den einzelnen Gehegen. Dabei gilt, er muss den Zoo komplett durchschreiten, das heißt eingehen und ausgehen. Und immer, wenn er an einem Gehege vorbeikommt, muss er genau ein Foto schießen. Und die Bildersequenzen, die dabei möglich sind, das sind im Prinzip gültige Programme bezüglich der durch dieses Syntaxdiagramm definierten Sprache. Schauen wir uns mal an, was syntaktisch korrekte Bilderserien sind. Schlangen, Delfine ist korrekt. Der Fotograf kommt in den Zoo rein, kommt am Schlangengehege vorbei, schießt also ein Bild vom Schlangengehege. Dann geht er hier in dieses Säugetiere-Teil, man verzweigt also in dieses Syntaxdiagramm, geht hier unten her, verlässt diesen Teil wieder, kommt also in dem Sinne hier wieder raus. Geht jetzt an den Delfinen vorbei und verlässt den Zoo. Hat also an jedem Gehege, an dem er vorbeigekommen ist, ein Foto geschossen, Schlangen, Delfine. Das ist also syntaktisch korrekt. Schlangen, Elefanten, Pinguine, Delfine ist auch korrekt. Der Fotograf kommt bei den Schlangen vorbei, macht ein Foto. Geht jetzt in diesen Unterplan, geht bei den Elefanten vorbei, verlässt den Unterplan. Verzweigt jetzt hier, schießt ein Foto von den Pinguinen, geht hier wieder rein, geht jetzt in den Säugetierplan, läuft wiederum hier unten jetzt durch, verlässt den Plan und kommt an den Delfinen vorbei und verlässt den Zoo. Noch ein syntaktisch korrektes Beispiel. Schlangen, Elefanten, Pinguine, Affen, Delfine. Der Fotograf kommt wieder rein, macht von den Schlangen ein Foto, geht in den Säugetierbereich, macht von den Elefanten ein Foto, kommt hier aus dem Bereich wieder raus, geht jetzt hier unten rum, bei den Pinguinen vorbei, macht ein Foto, geht wieder in den Säugetierenbereich rein, geht jetzt hier bei den Affen vorbei, macht ein Foto, geht hier raus, kommt hier wieder hin, geht bei den Delfinen vorbei, macht ein Foto und verlässt den Zoo. Und noch ein Beispiel. Der Fotograf geht an den Schlangen vorbei, dann an den Elefanten. An den Pinguinen geht wiederum hier rein. Nochmal bei den Elefanten geht hier raus. Geht hier bei den Pinguinen vorbei, hier wieder rein. Durchläuft jetzt hier unten den leeren Weg quasi. Geht hier raus. Und kommt bei den Delfinen vorbei und verlässt den Zoo. Zum besseren Verständnis zeige ich jetzt aber auch mal Bilderserien, die nicht korrekt sind bezüglich dieser Syntax. Elefanten-Delfine ist nicht korrekt.
Denn wenn eine Bilderserie mit Elefanten anfängt, hat der Fotograf an dem ersten Gehege, an dem er vorbeigekommen ist, nämlich bei den Schlangen, kein Foto gemacht. Das heißt, wir sehen an diesem Beispiel, syntaktisch korrekt sind immer nur Bilderserien, wo auf jeden Fall als erstes Bild ein Bild von dem Schlangengehege ist. Das ist nicht korrekt. Schlangenpinguine. Ja, der Fotograf kommt hier rein, macht von den Schlangen ein Foto, durchläuft jetzt hier diesen Säugetierbereich hier unten rum, das ist immer noch okay. Geht jetzt in den Pinguinbereich, das ist jetzt okay. Macht hier ein Foto, geht jetzt bei den Säugetieren vorbei, hier unten rum. Ja, das Problem ist aber, es muss ja ein Bild geschossen werden von jedem Gehege, an dem der Fotograf vorbeikommt, bis er den Ausgang erreicht. Das heißt, was hier fehlt, ist auf jeden Fall ein Foto von den Delfinen. Das heißt aber auch, korrekt, syntaktisch korrekt, sind nur Bilderserien, wo am Anfang Schlangen und am Ende Delfine sind. Und das ist hier ja nicht der Fall. Also ist Schlangenpinguine nicht korrekt. Oder Schlangen, Elefanten, Affen, Delfine. Ja, jetzt haben wir Schlangen, Delfine, das ist korrekt. Beginnt mit Schlangen, endet mit Delfinen, das ist korrekt. Ja, aber das geht nicht. Und wieso das nicht? Ja, bei den Schlangen wird das Foto gemacht, dann geht er bei den Säugetieren rein. Macht bei den Elefanten Foto, geht aus dem Plan raus. Ja, und jetzt müsste aber, bevor er wieder bei den Affen vorbeikommt, um hier das Foto zu schießen, zunächst ein Foto von den Pinguinen gemacht werden. Und das fehlt. Das heißt, zwischen Elefanten und Affen müsste hier noch ein Pinguinfoto sein, damit diese Bilderserie syntaktisch korrekt ist. Schlangen, Pinguine, Schlangen, Delfine ist auch syntaktisch nicht korrekt. Ja, bei den Schlangen kommt der Fotograf nur einmal vorbei, ganz am Anfang. Dann gibt es keinen Weg mehr, den nochmal an den Schlangen vorbeiführen lässt. Und deswegen kann es nicht sein, dass Schlangen zweimal auftauchen.